Ja, sie ist eine der ganz großen europäischen Regisseurinnen. Sie hat ja auch lange Zeit die Europäische Filmakademie geleitet, weil ihr das Kino in Europa sehr wichtig ist. Sie hat aber auch in den USA gearbeitet, House of Cards zum Beispiel, für diese sehr erfolgreiche Serie, hat viele große, wichtige Filme gemacht, vor 3 Jahren hier den Silbernen Bären gewonnen für den Film Die Spur und ist jetzt zurückgekehrt mit einem Film, der auf Tatsachen beruht, der hier als Berlinale Special zu sehen ist, heißt Charlatan. Das ist übrigens eine tschechisch-polnisch-iranisch-thailändische Koproduktion, da sind sehr viele unterschiedliche Länder beteiligt. Sie ist eine der berühmtesten Regisseurinnen derzeit der Welt. Bitte begrüßen Sie Agnieszka Holland. Hello, good to see you. Good evening, Captain. Good to see you. To tell. What I have to tell. This was great. Good evening. This was great. And now... It's great to be here again. Yeah, I'm very happy. Unfortunately, I am without my daughter. Yeah. It was very funny last time. Yes, yes. And he remembers it. And she's like, what she said, comical relief in the family. Yeah. So don't expect me to be funny. No. Also Ihre Tochter war nämlich letztes Mal mit und die war wirklich sehr, sehr lustig. Deshalb habe ich jetzt nochmal gefragt und die Tochter sagte immer, ich bin so Comic Relief, also ich bin so die Erheiterung in dieser Familie. Und deshalb. Aber nein, wir freuen uns sehr, dass Agnieszka Holland da ist und dass wir reden können über diese wirklich ganz erstaunliche, wahre Geschichte. So it's really a true story and I was amazed to see that I couldn't even believe that this is true. So maybe we should explain a little bit what is about this movie Charlatan. Who is this charlatan? This charlatan is the Czech real character who lived between the first and second war during the occupation, German occupation, and in the Stalinian Czechoslovakia. And he was doing one thing all the time. It was healing people. And he was a very famous healer, extremely successful. He treated probably about 5 million people. He was working day and night, practically. And his skills, his special talent, was that he was able to diagnose by watching the urine in the bottle, in the transparent bottle, and he was able to recognize the sickness. And after, that was first part of his skill, and second part, that he was extremely knowledgeable and innovative herbalist. He was using medical plants in very innovative way, and he was like mixing them in the way which appeared to create very, very, you know, efficient cures. So let me translate and then you of course can carry on. Also dieser Mann, der also gelebt hat übrigens von 1889 bis 1973, also vor allem aktiv war in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, war eine Art Wunderheiler. Also er hatte diese ganz besondere Fähigkeit, die Menschen zu heilen. Etwa 5 Millionen Menschen hat er tatsächlich wohl geheilt. Er hat unheimlich viel gearbeitet. Ständig war er irgendwie am Arbeiten. Und seine Methode der Diagnose war, er hat so ein kleines Fläschchen Urin von jedem Patienten genommen, hat es gegen das Licht gehalten und konnte daran dann erkennen, was derjenige hatte. Das war seine Diagnose. Und dann hat er, das war eben auch seine besonders fortschrittliche Seite, schon sehr aktiv mit Heilkräutern gearbeitet. Also er hatte so eine bestimmte Tinktur, die jeweils dann für die Krankheiten angewendet wurde. Also das war seine Heilmethode. And he was doing it quietly and successfully between the two wars. But when the German came, he was arrested in some point. And because his fame was precedenting him, some medical corps came from Berlin to test him. And this test he passed beautifully. He like had like 10 shots by 10. Every samples they showed to him, he recognized he made the right diagnosis. So he became also the healer of the high Nazi staff. And he treated, for example, Martin Bormann, the head of the Adolf Hitler office, and other high officials. After the war, they wanted to arrest him for that, but he was lucky enough to heal immediately, coming from the concentration camp, a Czech communist who became after the prime minister and then president of Czechoslovakia, Antonin Zapotocki. He saved his life, at least his legs. So he had the umbrella under his head, and he was able to do what he was doing, and he was leading quiet luxury life in big villa and with the elegant car and the staff working for him, which was totally unacceptable. Those among you who remember communist times, and especially 50s, know that it's just
impossible, couldn't be accepted. So when Antonin Zapotocki died in 1957, the Securitat, Czech Securitat, jumped on him, arrested him, and accused him of the murder of some of his patients. Mm-hmm. So that's like the main story. Okay. Let me translate this as well, and then we can talk any longer. Also es war dann so, er hat in der Nazi-Zeit, also als die Deutschen kamen, ja auch Nazi-Größen behandelt, Martin Bormann zum Beispiel. Vorher wurde er verhaftet, und vorher gab es auch so einen Test übrigens, wo er dann also durchgecheckt wurde, ob er tatsächlich ein Wunderheiler ist, und er hat 10-mal richtig analysiert. Es gab 10 Fläschchen, er hat sie immer richtig analysiert, hat dann Martin Bormann unter anderem behandelt, dann auch nach dem Krieg für die dann neuen Machthaber gearbeitet, hatte das große Glück, dass jemand, der später der Präsident dann wurde, aus dem Konzentrationslager kam, seinen Schutzschirm quasi über ihn gehalten hat, weil er auch dem geholfen hat, den geheilt hat. Als der gestorben ist, allerdings ist er verhaftet worden und kam dann auch ins Gefängnis. Es gab einen Prozess, der im Film auch genau gezeigt wird, gegen ihn. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, Agnieszka, die mich wirklich die ganze Zeit bei dem Film beschäftigt hat, und ich bin sehr gespannt, was Sie jetzt sagen. And already I wonder, I ask that myself, all over the movie. Do you believe in it? Is it a charlatan or is he really a healer? No, he's a real guy. It means he was really, you know, he proved so many times his efficiency, and he was like tested by the several doctors before the war, during the war, after the war. He was real. Yeah. But in the same time, what he was doing was so unusual for the medical corps that it was a lot of skepticism and a lot especially of the envy. He functioned better than the, you know, most of doctors. But it's also the love story, which I don't want to reveal here. Mm-hmm. And it's also the story of the hubris, of somebody who believes that his gift is so important and what he's doing is so important that he can abuse people and even betray people or even be violent. And he was like fighting all the time, the fight between his like greatness and his weakness was very dramatic, and that is maybe the most important in the film. That's why it's a very dramatic movie, of course. Also, ich habe jetzt gefragt, glaubt sie das selbst, dass er das kann oder nicht, oder ob er vielleicht doch ein Charlatan ist, aber sie ist ganz offensichtlich überzeugt davon, es gibt so viele Beweise, es ist so oft gecheckt worden, und sie glaubt auch, dass die Mediziner, weil er so ungewöhnlich gearbeitet hat, auch eifersüchtig sind, geradezu neidisch auf das, was er da geleistet hat. Also, sie ist davon absolut überzeugt. Der Film hat auch eine Liebesgeschichte, die sie jetzt hier nicht enthüllen will, die soll man dann entdecken in dem Film. Und es ist aber auch ein Film über menschliche Hybris, weil er sich natürlich teilweise dann auch wie Gott fühlt und natürlich auch immer kämpft, selbstverständlich, aber diese beiden Seiten eben hat in seinem Charakter, dieses sehr, sehr starke und auch dieses kräftige Selbstbewusstsein, aber dann auch immer wieder diese Schwäche. Beides kommt hier zusammen, und es ist aber, finde ich, Agnieszka Holland, das ist das Wichtige an dem Film, ja nicht nur seine Geschichte, sondern es ist ja die Geschichte einer ganzen Epoche, einer Zeit, und das haben sie hier sehr geschickt verbunden. But I think on one hand we have this amazing story, this lifetime story, on the other hand it's just a lot more than just telling the story of this guy. This is the story of the Czech Republic, by the way, and the socialism in the Nazi time. So I think this was as much important for you to tell about the time period. Well, it is a bit the one of my films which speaks about the history of Europe in the 20th century, and this place and this man is suddenly the great example of that, because he was totally not interested in the politics. But in some point it's visible, you are not interested in the politics, but the politics becomes very interested in you and eventually destroys your life. Mm-hmm. And, you know, we shot the urine in a very romantic way. So I have looks like honey. Well, actually it's even better than honey. And if you, some of you can remember, 30 years ago I did the movie called Europa Europa, which in German is Hitlerjugend Salomon. Yeah, sure. Which was the history of the penis. So I have some attraction to the things. So, you see, very funny, by the way. Also, sie hat jetzt nochmal gesagt, dass dieser Film, also ich habe erstmal beschrieben, dass es natürlich auch eine Zeitgeschichte ist. Er erzählt über die Entwicklung Tschechiens in dieser Zeit, und da sagt sie, es ist der Film, wo sie tatsächlich viel erzählen wollte über das 20. Jahrhundert. Das war ihre große Absicht, von einem Jahrhundert zu erzählen, wo die Politik ja so wichtig war, so wie sie für uns jetzt auch wieder so wichtig wird, dass sie uns auch zerstören könnte, sagt sie ganz eindeutig, was gegenwärtig politisch passiert. Und sie hat auch nochmal dazu gesagt, also der Urin, den man im Film
Film sieht, ist es alles sehr, sehr schön gedreht. Das sieht alles auch ganz ästhetisch aus. Sie haben gesagt, so wie Honig, das ist jetzt sogar noch besser. Und dann hat sie an ihren berühmten Film Hitler, Junge Salomon erinnert. Da ging es ja um die Beschneidung, also um den Penis. Also sie hat offensichtlich da so ein Interesse an solchen Themen, wie sie hier an der Stelle nochmal betont. Jetzt müssen wir auch nochmal sagen, es sind fantastische Schauspieler. Also Ivan Trojan spielt den alten Jan, dann sein eigener Sohn. Josef Trojan spielt den Jungen. Und Juraj Loy, den wir, glaube ich, hier noch nicht so kennen, Ivan Trojan ist schon bekannt, ist sowas wie ein Pin-Up-Boy, also auch ein richtiger Superstar. So you found amazing actors here. I just said, Ivan Trojan is well known, of course, and his son, he's playing his own mind, or the young guy, but for instance, Juraj Loy is really new and he's like a pin-up boy, so a super Hollywood star. Well, you know, you will love him. Yeah. And he's great, very sensitive actor and some kind of the discoverer, because he's now known in Slovakia. In Slovakia, he's Slovak. Mm-hmm. And it's like the harvest of very talented Slovak mm-hmm. actors now mm-hmm. in this generation. But he has this kind of light. Mm. And he's sexy, no? Yeah. Not only for the guys, I think. Yeah. So you are a bit revealing your own secret of the movie. So, but I just translate what you said. Also, Juraj Loy ist in der Slowakei, ist ein slowakischer Schauspieler, wo sehr berühmt, ein richtiger Star auch. Und da gibt es gerade auch eine Welle mit ganz offensichtlich sehr vielen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und sie sagt, es ist einfach sexy und man würde ihn hier sehr, sehr mögen. Und ja, und auch gerade die Männer mögen ihn sehr. Also mehr sage ich jetzt nicht zu dieser Liebesgeschichte. Sie wollte es ja auch verhüllen. Aber eine Frage bewegt mich natürlich noch, Agnieszka. Sie haben vor 3 Jahren für Die Spur den Alfred-Bauer-Preis bekommen, also den silbernen Bären Alfred Bauer. Sie haben es mitbekommen, inzwischen ist klar, wie sehr er verstrickt war in die Nazi-Zeit als Gründungsvater der Berlinale, hat die Dinge verschwiegen, hat sie kleingeredet. Wie ist das für Sie? Können Sie sich jetzt an den Bären noch erfreuen? So, after revealing all these things about Alfred Bauer, and of course you learned about it, can you still enjoy the award, the bear? Well, you know, my first reaction was just send back this item, but I'm sharing it with my daughter, and they say, are you crazy? It's very beautiful, you know, sculpture. And we really, you know, we really worked for that. It was jury who gave it to us, not some dead Nazi. So we have just to change the inscription, maybe. But on another hand, you know, what is like incredible that so many years and no one knew about it? I just cannot believe it. So I feel a bit like, you know. Ja, also sie hat, sie wollte eigentlich den Preis am liebsten zurückschicken, als das dann rausgekommen ist, aber ihre Tochter wiederum hat gesagt, bist du verrückt, das ist so eine schöne Plastik, also dieser schöne Bär. Dann haben sie überlegt, ob sie vielleicht die Inschrift einfach ändern, steht da dran, nicht Alfred-Bauer-Preis. Aber dann hat sie sich überlegt, das ist wirklich ein Preis, den hat mir die Jury gegeben und nicht irgendein toter Nazi. Aber sie findet es nach wie vor einfach unglaublich, dass so lange Zeit das verhüllt wurde, beziehungsweise nicht aufgearbeitet wurde. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Again, I mean, after working with Angie Weider, for instance, and making all these movies about the Nazi time, like this one, I think especially for you, it's like, yeah, it's a shame. Andrzej Wajda got this prize as well. Yeah, he got it as well. So maybe it's some kind of the redemption, you know, from the spirit of the Nazi. Then they are giving the prizes to the, you know, Polish people who've been the victims. So, Also sie sagt, Andrzej Wajda, der selber auch Opfer der Nazis war, der hat den Preis auch bekommen. Und sie sagt, es ist so eine Art Fluch, dass also die Deutschen jetzt immer polnischen Künstlern so einen Preis geben mussten, die selbst Opfer der Nazis waren. So last question about Charlatan, because I think it's a very open movie. It's a movie for everyone. It's very entertaining. You are telling a great love story and it's very thrilling. So what do you hope for the movie to, how to reach people or which kind of audience? Well, you know, I love my movies to be accessible to any audience. Yeah. That's why also my storytelling is quite simple, you know. And the movie, the message of the movie or the character are complex and complicated, but the plot, the story is simple and attractive, I hope. So, you know, enjoy. I think it's the movie which will show you something you don't know about, so. Also ich habe nochmal gefragt, nicht, was glaubt sie, für wen ihr so gemacht ist? Und sagt sie, also ihre Filme sind eigentlich immer sehr zugänglich. Nicht die Figuren, die sind schon komplex, aber so die Art, der Plot, die Geschichte, die ist möglichst einfach und soll möglichst viele Leute erreichen. Und sie glaubt, gerade mit diesem Film, da erfahren wir etwas, was wir einfach nicht wussten. Und das erzählt ihr Film, der neue Film von Agnieszka Holland, Charlatan. Nächste Vorstellung morgen am Samstag um 21 Uhr im Haus der Berliner Festspiele und ganz sicherlich auch in den deutschen Kinos, so wie alle Filme von ihr bei uns im Kino gelaufen sind. So thank you very much. Bardzo, thank you. Thank you. Say hello to your daughter. You did a great job here. I will tell her that you remember her. Thank you, everybody. Thank you.